Dieser Shop wurde mir schon so oft in den Kommentaren vorgeschlagen. Genau deswegen habe ich mir mal Jungle Leaves ganz genau angeguckt. Wie dieser Shop wohl Pflanzen verschickt? Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video mache ich mit dir dieses Paket von Jungle Leaves auf. Ich habe schon vor einigen Monaten eine Testbestellung gemacht und bin jetzt super gespannt, wie die Pflanzen in diesem Paket hier aussehen, denn da sind wirklich super aufregende Pflanzen drin und vielleicht ist auch eine Pflanze für dich mit dabei. Mehr dazu aber gleich. Die Pflanzen habe ich übrigens von Jungle Leaves zur Verfügung gestellt bekommen. Trotzdem verrate ich dir, wie viel jede Pflanze aktuell kostet und beantworte dir auch die Frage, ob ich da nochmal bestellen würde. Dafür muss ich jetzt aber erstmal diese Pflanzen und auch den Shop ganz genau unter die Lupe nehmen. Warum ich mir extra wegen dieses Pakets dieses wunderschöne neue Terrarium geholt habe, das verrate ich dir gleich. Denn viel wichtiger ist erstmal, wie finde ich denn den Karton? Manchen Leuten ist das ja egal, wie so ein Karton aussieht. Ich zähle nicht zu diesen Leuten. Auf dem Karton ist keine Kennzeichnung, warum das Paket ist. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich erkenne bei diesem Paket sofort, dass hier oben ist. Und ansonsten ist es halt einfach nur ein brauner Karton. Und was ich mir mal ganz dringend angewöhnen muss, dass ich den Cutter hier nicht immer in Richtung meiner Hand aufmache, sondern weg von meiner Hand. Sieht quasi immer so aus, wenn ich den hier öffne. Und ich muss mir einfach mal angewöhnen, dass ich den so aufmache, damit ich auch jedes Paket gut aufbekomme und mir nicht in die Hand schneide. Bist du auch schon so gespannt wie ich? Dann mache ich jetzt einfach mal dieses Paket direkt auf. Und ich weiß nicht, wann zuletzt so viele Pflanzen auf einmal ankamen. Und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass die Pflanzen gut aussehen. Und auch, weil es so viele Pflanzen sind, dass die hoffentlich alle ein Namensschild haben, damit ich sofort weiß, welche Pflanze das ist. Ja, auf damit. So. Und ich halte das jetzt mal in deine Richtung, damit du auch direkt siehst, wie es hier im Paket aussieht. So, hier ist das Paket mit Papier bedeckt. Ich schmeiß das jetzt einfach mal kurz auf den Boden. Ah ja, die Rechnung. Oh, ist das schön. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Flyer. Ach, das ist ja cool. Ein MyBotanica-Gutschein. Auf diesem Flyer steht hier, dass ich den zur nächsten MyBotanica mitbringen soll. Und dann spare ich bei 50 Euro 5 Euro und ab 100 Euro spare ich 10 Euro. Den lege ich mir also irgendwo hin, wo ich den nicht verliere. Hier ist, glaube ich, der perfekte Platz, um den Flyer hinzulegen. Und dann sieht man schon die ersten Pflanzen. Cool, die sind so reingeklebt und in Tüten. Oh. Okay, ich hole die jetzt mal aus diesem Paket raus. Da ist auf jeden Fall eine Pflanze drin. Ich habe dir in meinem letzten Video von der einen Tillandsie erzählt, die ich so nah am Geländer platziert hatte, von meinem Balkon. Und die bei so einem kleinen Windstoß von einem Vogel oder vom Wind irgendwo hingetragen wurde. Und ich jetzt diese Pflanze nicht mehr finde. Die ist auf jeden Fall in diesem Paket. Ach, sieht die schön aus. Boah, wie cool. Ich hole die auch gleich noch alle aus den Tüten raus. Ist das genial. So, was ist das hier? Das wird ja mal spannend. Oh, es ist fast wie Weihnachten und es ist noch nicht Weihnachten. Ich habe so, oh mein Gott, ich habe so Bock auf Weihnachten. Krass. Wie, oh krass. Oh, es ist schön. Ich kriege manchmal so ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich schöne Pflanzen sehe. Bisschen anstrengend mit mir manchmal in botanischen Gärten, weil da wirklich sehr, sehr viele schöne Pflanzen sind. Ah, und dann sind die Pflanzen hier in unterschiedliche Richtungen gepackt. Hier ist der Topf und bei anderen ist hier der Topf. Deswegen mache ich mal lieber jetzt im Liegen weiter. Und die Pflanzen sind mit Stäben geschützt. Oh, hier hat jemand mal mitgedacht. Es gibt ja manche Shops, die packen dann Stäbe in diese Töpfe. Vielleicht hast du ja mein Amazon-Unboxing gesehen. Das wäre ein gutes Beispiel dafür. Und dann sind die Stäbe aber nicht so lang wie das Paket. Und hier sind die Stäbe einfach... Oh, das ist richtig, richtig befriedigend, die Pflanzen hier so reinzuräumen und es passt einfach perfekt. Cool. So, dann stelle ich die mal. Ich halte mal das Paket, damit ich den Rest hier auf den Tisch stellen kann. Oh, wird das schön. Ich lege mal die Pflanzen vor mir hin. Sind auf jeden Fall sehr leicht. Ist ein leichtes Paket.
Boah, ich bin so gespannt, was da drin ist. Also nicht, was da drin ist, sondern wie die aussehen. Okay, hier ist ein bisschen nass. Was ist das? Hier steht drauf, gratis. Viel Spaß. Das ist ja süß. Schaue ich mir gleich mal mit dir an. Und dann gibt es hier ein Geheimversteck. Da ist noch was. Was das ist, das zeige ich dir auch gleich noch. Der Karton ist jetzt schon mal leer. Und das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Kein bisschen Erde. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Entweder wurden die Pflanzen alle gar nicht in Erde verschickt oder die Erde ist gut befestigt. Und das gucke ich mir jetzt einfach mal mit dir an. Ich starte mal mit den Pflanzen, die ich sofort sehen kann. Und da bin ich richtig gespannt, eigentlich auf jede einzelne Pflanze, die hier drin ist. Aber richtig spannend finde ich die hier. Oh, das sieht die aufregend aus. Ich habe mir sogar extra die Hände gewaschen, damit ich jetzt Thelansien anfassen kann und nicht so fettige Finger habe. Cool. Hier steht sogar ein Name drauf. Das ist eine Thelansia duratii. Die ist so rum. Die sieht nämlich wirklich super aufregend aus. Kann noch deutlich größer werden als das hier. Aber ist jetzt auch schon mal groß und hat hier einen wunderschönen Blütenstand. Riecht ihr? Achso, die Blüten sind noch gar nicht geöffnet. Aber auf jeden Fall lässt die hier die unteren Blätter immer so ein bisschen hängen. Und die oberen Blätter sind so ein bisschen aufrechter. Und so geht dann der Wuchs der Pflanze immer weiter und sie wird immer größer. Und die fässt sich an wie Samt. Oh, ist das schön. Oh, ist die weich. Okay, ich sollte sie jetzt nicht überall anfassen, aber die ist wirklich wunderschön. Eine richtig, richtig schöne Pflanze. Wo lege ich die jetzt hin? Ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Thelansienhaufen. Da lege ich mir die kurz hin. Und dann, wenn ich alle Tüten ausgepackt habe, dann schiebe ich die so ein bisschen zur Seite, dass da keine Erde raufkommt beim Auspacken. Die Tüten sind auch alle ganz, die kann ich aufheben. Die packe ich mir mal zur Seite. Als nächstes mache ich mal diese Tüte hier auf. Oh, die sehen ja auch mal richtig schön aus. Was ist? Ich zeige dir jetzt erstmal die ich verloren habe oder die mir von einem Vogel geklaut wurde. Da war ich echt richtig traurig. Das ist nämlich einer meiner Lieblingsthelansien. Und die habe ich, naja, wahrscheinlich so ein bisschen ungünstig hingehangen. Und dann ist sie jetzt nicht mehr auf meinem Balkon. Oh, die ist ja viel größer als die ich hatte. Oh, ist die schön. Cool. Hat so ein bisschen so eine Frisur wie ich fast. Nur, dass die Haare hier länger sind von der. Also die Blätter. Oh, ist die schön. Die Maserung dieser wunderschönen grünen Thelansia ist wirklich traumhaft schön. Die hat wie so ein Zebra-Motiv und hier so eine leichte Rotfärbung. Die ist so schön und die hänge ich auf jeden Fall jetzt besser weg, weil ich die nicht nochmal verlieren will. Aber ich weiß ja jetzt, wo ich die herbekomme. Ich habe die nämlich mal bei einem Pflanzencenter, glaube ich, irgendwo gefunden. War so, oh mein Gott, die brauche ich auf jeden Fall. Die habe ich noch nie gesehen. Und dann, wenn man sie einmal gesehen hat, sieht man sie überall. Auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Pflanze. Diese Thelansia butzii in der Größe groß kostet übrigens 3,99 Euro. Und die hier, die sich so anfasst wie Samt, wirklich eine echt schöne Pflanze, die gibt es für 18,99 Euro in genau dieser Größe. Ist sie nicht cool? Überleg die ganze Zeit, wo ich die hinhänge. Auf jeden Fall so, dass ich sie nicht die ganze Zeit anfassen kann, denn das würde ich auf jeden Fall tun. Das würde die Pflanze aber nicht wollen. Okay, was habe ich hier noch für schöne Pflanzen drin? Oh, ist die aufregend. Ist die cool. Ich zeige dir die mal noch genauer. Kannst du erkennen, wie schön diese Pflanze ist? Das ist nämlich eine Thelansia bulbosa Belize. Die Thelansia bulbosa, die habe ich schon, aber nicht die Belize. Und die habe ich vor einigen Monaten das allererste Mal auf der Seite von Jungle Leaves gesehen. Und danach war sie halt nie verfügbar. Und deswegen habe ich einfach mal nachgefragt, ob es vielleicht nicht noch irgendwo im Shop eine gibt, weil die einfach einen so viel aufregenderen Wuchs hat als die normale Thelansia bulbosa. Oh, ist die aufregend.
Sieht die nicht cool aus? Die Thalansia bulbosa Belize hat einfach jetzt schon einen ganz großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Die ist so hübsch. Das ist so eine schöne Pflanze. Die wird auch noch ein bisschen größer und sieht einfach aufregend aus. Ach, ist die schön. Lege ich mal hier zur Seite. So. Die kenne ich tatsächlich nicht. Die sieht ja cool aus. Ist ja mega hübsch. Gucke ich mal auf den Zettel. Auf der Rechnung steht nämlich eine Pflanze drauf, von der ich gar nicht wusste, dass die ankommen soll. Und das ist wahrscheinlich diese wunderschöne Thalansia hier. Die sieht fast so aus wie eine Thalansia bulbosa, ist aber keine. Und die fühlt sich richtig glatt an. Okay, die mögen das ja nicht, wenn ich sie anfasse. Aber ich muss jetzt einmal ganz kurz anfassen. Richtig, richtig glatt, wie so ein Stift. Wohingegen die ja sich eher wie Samt anfühlt. Oh. Und die ist tatsächlich, also die mit dem wunderschönen Zebra hier, ist die fester. Und die sind ähnlich von der Textur, aber die fühlt sich wirklich sehr aufregend an. Und guck mal, wie groß die ist. Die ist auf jeden Fall größer als mein Kopf. Oh, ist die hübsch. Schöne Pflanze. Die sind echt schön, die Pflanzen, die hier heute ankommen. Ich freue mich voll darauf. Also nicht darauf, sondern darüber, und zwar die auszupacken. Denn es ist wie so ein kleines Mini-Weihnachten hier mit so vielen wunderschönen Pflanzen. Ah, und die eine hier. Oh, wie cool. Die ist schon fast aus der Tüte gerade rausgefallen, weil ich die aus Versehen rausgezogen habe. Guck mal, wie hübsch die ist. Das hier ist nämlich eine Thalansia funkiana, also ein Büschel davon. Das gibt es für 8,99 auf dem, also beim Shop. Und das erinnert mich an so zusammengebundenes Wiesenheu. Und wenn ich das mit dem Foto vergleiche, als würde das dann noch rot blühen können. Also mit dem Foto von auf der Seite oder auf einer anderen Seite, wo ich mir die angeguckt habe. Die sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Oder die sieht einfach aus wie eine sehr eng aneinander wachsende Tanne. Die können auch deutlich größer noch werden und sehen einfach super aufregend aus. Und so vom Wuchs habe ich doch keine Pflanze, die so aussieht wie die hier. Und freue mich deswegen, dass die jetzt bei mir eingezogen ist. Oh, ist die schön. Aber, also jetzt spreche ich ja mal mit dir über den Elefanten im Raum. Krass. Hier steht auch drauf, frohe Weihnachten. Ist das süß. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß, dass es kein Tannengrün ist. Es sieht aber aus wie Tannengrün. Und wenn meine Mama herkommt, dann wird sie sich wahrscheinlich wundern, warum ich jetzt schon weihnachtlich dekoriert habe. Ganz persönlich dekoriere ich eher weihnachtlich so ab Ende November. Und das hänge ich dann auch erst im Februar ab. Ich liebe Weihnachtsdeko. Insbesondere so Sterne, die man überall in der Wohnung hängen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe die Sterne vom letzten Jahr noch nicht abgehangen. Die hängen immer noch. Ich finde die einfach hübsch. Und die haben so einen Timer, dann gehen die abends immer an. Also zwei hängen noch. Cool. Was ist das? Also ich weiß, was das ist, aber wie sieht das denn aus? Mega schön. Guck mal, und dann sind hier noch so kleine Ableger davon hier drin. Oh, ist das hübsch. Und hier ist noch so ein kleiner Mini-Ableger drin. Oh, ist das cool. Das sieht wirklich aus wie Tannengrün. Also ich kann verstehen, dass sie da frohe Weihnachten draufgeschrieben haben. Die fässt sich an, als wäre das eine Kunststoffpflanze. Ganz ehrlich, die könnte es bei Nanunana im Regal geben. Und niemandem würde auffallen, dass das eine echte Pflanze ist, weil die sich wirklich anfasst wie eine Plastikpflanze. Cool. Ist die schön. Das hier ist übrigens eine Thalansia eranthus, also ein Bund davon. Das gibt es für 28,03 Euro. Boah, ist die cool. Richtig cool. Und ich habe mich gefragt, welche von beiden ich schöner finde. Und ich glaube, ich finde beide auf ihre Art total schön. Aber ich glaube, die finde ich ein bisschen cooler, weil die vielleicht auch ein bisschen größer ist und eher aussieht wie was, was auch eine Plastikpflanze sein könnte. Wie eine perfekte Pflanze, aber auch die ist schön. Aber trotzdem, also mega cool. Noch nie gesehen. Mega schön. Ach, ich halte es einfach nochmal rein, weil sie so cool ist. Richtig schöne Pflanze. Okay, mach ich mal weiter.
wenn ich hier so lange sage, wie schön ich eine Pflanze finde, dann komme ich ja mit dir hier nie voran. Und da sind ja noch mehr Pflanzen, die ich auspacken möchte. Ha. Hier ist noch eine in einem Papiertuch. Da bin ich mal gespannt. Beschriftet sind die Pflanzen auf jeden Fall bisher nicht, bis auf die eine Tillandsia. Und zum Glück habe ich mir gut gemerkt, welche Pflanzen bei mir einziehen sollen. Oh, was ist das? Das sieht ja cool aus. Das sieht jetzt noch nicht so aufregend aus. Aber ich verspreche dir, wenn diese Pflanze bei mir überlebt, dann ist die in einigen Jahren richtig, richtig schön. Das hier ist ein Steckling einer Neorigelia Lilliputania und die gibt es für 6,99 und die kann auch deutlich größer noch werden. Viel, viel größer und wird dann einfach wunderschön. Die gibt es auch noch mit unterschiedlichen Farbausprägungen, aber ich wollte jetzt erstmal für mich herausfinden, ob ich so eine Pflanze hier am Leben halten kann. Und wenn, dann kann ich mir immer noch besondere Pflanzen holen. Die ist jetzt auch schon mal besonders, weil die so ein bisschen kleinwüchsiger ist. Und ich hoffe, dass es mit mir und dieser Pflanze gut laufen wird, denn ich finde sie auf jeden Fall sehr besonders. Ich muss noch einen Standort für die Pflanze finden, aber da finde ich schon einen. Die Tillandsien und auch diesen wunderschönen Steckding hier. Oh, die wird bestimmt mal richtig süß aussehen. Packe ich mal hier auf die Tüte. Das mache ich mal zur Seite, damit da jetzt nichts rankommt. Und auch die kleinen Stecklinge mache ich dahin. Und dann gucke ich mir mal direkt mit dir an, was da drin ist. Das sieht jetzt zwar aus wie ein Haufen Tillandsien, ist es im Endeffekt auch, aber ich habe versucht, die möglichst vorsichtig zu stapeln, sodass ihr jede Tillandsie ihren Raum bekommt. Ups. Ich wollte sie eigentlich nur kurz anfassen, weil sie so samt ist. So samtig weich. Cool. Das ist nämlich was ich noch nie in dieser Form so bestellt habe. Und das wollte ich mir mal immer schon angucken, wie das aussieht, wenn man es kauft. Das ist nämlich, oh, jetzt möchte ich nicht die Tüte kaputt machen, lebendes Sphagnummoos. Ich habe schon lebendes Sphagnummoos. Und obwohl jeder mir gesagt hat, dass ich aus totem Sphagnummoos kein lebendes Sphagnummoos züchten kann, hat das trotzdem geklappt. Aber jetzt wollte ich mir nochmal angucken, wie bestelltes lebendes Sphagnummoos aussieht. Außerdem brauche ich das für mein neues Terrarium. Und warum ich das Terrarium hole, das verrate ich dir auch gleich noch. Cool. Läuft das aus, wenn ich das hier so umkippe? Nee, kann ich also in die Kamera halten. Das sieht so aus. Richtig schön saftig grün. Eine wunderschöne Farbe. Und ich schaue manchmal noch kurz nach, wie teuer das gerade im Shop ist. Diese Packung hier, die gibt es für 4,99 €. Denn wenn du keine Lust hast, darauf zu warten, dass dein nicht lebendes Sphagnummoos irgendwann wieder lebt, sodass du lebendes Sphagnummoos hast, dann kannst du dir auch direkt lebendes Sphagnummoos kaufen und dann das einfach wachsen lassen und dein eigenes Sphagnummoos dann haben. Cool. Richtig schön. Ich mache mal den Deckel wieder rauf direkt, damit mir das nicht austrocknet. Und dann parke ich das einmal schnell im Terrarium. Jetzt ist mir doch tatsächlich irgendwann hier das hier runtergefallen. Guck ich doch einfach mal nach, was hier drin ist. Ich hoffe, das war keine Pflanze. Oder irgendwas Zerbrechliches. Vielleicht ist es eine Weihnachtskugel für diesen Tannenzweig. Annabel meinte schon direkt, wir haben so super süße kleine Weihnachtskugeln. Eigentlich wollte ich die nämlich an meine Crassula ovata ranmachen. Aber die Triebe der Crassula ovata waren zu dick und dann konnte ich diese kleinen Mini-Weihnachtskugeln da dann nicht ranmachen. Aber vielleicht klappt das mit dieser Tillandsia. Was ist jetzt hier drin? Ein kleines Mini-Paket. Was ist das? In deine Richtung auf. Ich spüre eine Tüte. Oh, was ist das? Hier ist auf jeden Fall ein Namensschild drin. Etwas, was 19,99 € kostet.
auch wieder so passend gestaltet. Guck mal, wie gut das hier in diesen kleinen Mini-Karton reinpasst. Was ist das? Eine malaiische... Achso, es kommt von der malaiischen Halbinsel. Hydnophytum sp. Ich guck mal kurz nach, wie das auf Bildern aussieht. Das sieht ja mega niedlich aus. Ah, das hat hier so ein... Cool. Okay, die Pflanze zeige ich dir gleich nochmal, wenn ich mir alle Pflanzen ganz genau angucke. Denn die hat hier so einen sichtbaren Kaudex. Ich halte jetzt erstmal diese kleine Pflanze in die Kamera, damit du die auch mal viel besser siehst. Und wenn du hier reinguckst, dann kannst du da so eine Verdickung erkennen. Und die sieht bestimmt, wenn ich die ausgepackt habe, richtig aufregend aus. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, was das hier für eine Pflanze ist. Die ist wirklich super aufregend. Das ist nämlich eine Ameisenpflanze. In freier Natur würde die eine Beziehung mit Ameisen eingehen und häufig Ameisenschutz bilden. Und dadurch, dass dann die Ameisen ein bisschen Hinterlassenschaften hinterlassen, also in die Pflanze rein, wird die Pflanze meist mit Nährstoffen versorgt. Und die wächst dann einfach so an einem Baum dran. Quasi, stell dir vor, ich bin der Baum. So, würde die dann an mir dran wachsen. Oh, ist die cool. Die sieht so genial auf Bildern aus. Ist das eine schöne Pflanze? Boah, ist die hübsch. Und was stand jetzt nochmal auf dem Karton drauf? Gratis stand da drauf. Viel Spaß. Das ist ja süß. Weil die steht nämlich definitiv auch nicht mit drauf, dass die hier in dem Paket drin ist. Oh, ist die schön. Ich liebe Ameisenpflanzen. Ich habe mich in meinem letzten Besuch, das war nicht mein letzter Besuch in einem botanischen Garten, aber circa vor einem Jahr in einem botanischen Garten, habe ich mich das erste Mal in Ameisenpflanzen verliebt. Die sah wirklich total cool aus. Ich habe die bisher noch nicht gefunden, die ich da gesehen habe. Und seitdem weiß ich erstmal, wie schön die aussehen, weil ich habe die sonst noch bisher nicht wirklich in einem botanischen Garten erblickt. Wahrscheinlich sind sie da, ich habe sie einfach nicht gefunden oder wahrgenommen. Und ja, jetzt zieht einer der ersten Ameisenpflanzen bei mir an. Oh, ist die süß. Ich gucke mir die gleich an. Ich versuche jetzt erstmal die nächsten Pflanzen auszupacken. Und das kommt dafür zur Seite. Weiter geht's mit dieser Pflanze hier. Verpackt sind die mit einem... Das ist kein richtiges Packpapier, es ist ein dünneres Packpapier. Befestigt ist dann das Papier mit einem Papierklebeband. Ist hier unten die Erde befestigt? Ist hier überhaupt Erde drin? Hier ist gar keine Erde drin. Deswegen muss man die wahrscheinlich auch nicht befestigen. Gucken wir mal gleich nochmal genauer an. Ja. Das wird bestimmt total schön, was hier drin ist. Siehst du schon was? Ja. Oh. Oh, ist die schön. Die sah ja schon auf den Bildern total schön aus. Ich kriege die ganze Zeit Tränen in die Augen, so schön wie die Pflanzen sind. Fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich die Pflanze gleich mit Stäbchen essen. Einfach so einmal kurz reinbeißen. Die sah auf den Fotos auch mega schön aus. So richtig schön dunkelblättrig. Dann auch noch diese rote Rückseite. Das Rot schimmert auch fast schon zur Vorderseite durch. Und dann hier so einen schönen Rand. Das ist ja eine aufregende Pflanze. Die habe ich, bevor ich die beim Shop gesehen habe, noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Oh, es gibt ein Namensschild. Das hier ist nämlich eine Monolena Primuliflora für 14,99 Euro Zuchtform Midnight Glory. Ah, cool. Hier steht immer drauf, wo die Pflanzen ihr natürliches Verbreitungsgebiet haben. Das finde ich schön. Sowas ist ja mal hübsch. Ich mache dir mal noch ein Bild von diesem schönen Blatt hier, welches sich gerade entwickelt. Das sieht nämlich wirklich richtig großartig aus. Dieses Blatt finde ich nämlich persönlich, sieht so ein bisschen oder hat sowas von der Venusfliegenfalle gerade noch. Und das muss dann später das Aussehen einfach komplett verändern. Richtig schöner Farbakzent. Zack, kommt erstmal hier hin. Hält das? Ich stütze das mal so, damit hier nichts umfällt. So. Oh. Weiter geht's mit der nächsten Pflanze. Genauso verpackt wie die anderen Pflanzen auch, bis auf die Tillandsien. Die waren in der Tüte. Aber das hast du jetzt gesehen. So. Pass auch mal in deine Richtung auf. Und was ist hier dann? Wie cool. Oh, krass, ja. Also Schilder sind auf jeden Fall mit dabei. Die Namen der Pflanzen haben es teilweise echt in sich. Das hier ist ein Cryptanthus bibitatus. Die hat so ein Zebrastreifenmotiv, wenn du das erkennen kannst.
Wie halte ich die denn am besten? Ich mache mal die Stäbchen raus. Hier. Die sah auch sehr, sehr aufregend aus. Die kommt aus einem, wenn ich mich richtig erinnere, atlantischen Regenwald aus einem Bundesstaat in Ostbrasilien und benötigt einen eher sehr sonnigen Standort. Und genau in dieser Ecke, da rechts neben der Kamera, da wachsen nur Sukkulenten und Kakteen und eine Heuer. Und ich dachte, mit dieser Pflanze hier kann ich diese Ecke richtig schön auffrischen. Und die hat so eine wunderschön gestreifte Blattvorderseite. Ist ja weich. Cool. Die Streifen sind weich. Wie genial ist das denn? Die Rückseite ist auf jeden Fall richtig glatt. Aber das, was hier bei der Pflanze gestreift ist, ist einfach mal weich. Sind dann die Blätter ohne? Die sind einfach nur ultra glatt. Krass sind die glatt. Die sind so glatt wie die glatteste Haut, die du dir vorstellen kannst. Und das ist dann zusätzlich noch weich. Wie schön sich die anfasst. Die mag es bestimmt auch nicht, angefasst zu werden. Hübsch. Ach, cool. Und bei jedem Namensschild ist auch noch die Firma, also der Name vom Shop mit drauf, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und die Anschrift. Richtig kluge Idee. Und jedes Schild ist auch gleichzeitig noch der Pflanzenpass. Richtig gut mitgedacht. Das muss voll der Aufwand sein, das alles auszudrucken. Schön. Oh, Achtung, nicht hier. So. Nächste Pflanze. Ich mache mal die hier auf, weil ich herausfinden will, was hier drin ist. Auf eine bin ich nämlich auch noch richtig doll gespannt. Mal schauen. Oh, wie cool. Das ist eine der Pflanzen, für die ich das Terrarium mitgeholt habe. Bei zwei Pflanzen wurde mir nämlich vorab gesagt, wenn ich drehe, soll ich die nicht so lange hier auf dem Tisch stehen lassen. Oh, ich mache dir mal ein Foto genau davon, wie das jetzt gerade aussieht. Auf dem Foto sieht man das jetzt leider tatsächlich gar nicht, aber diese Pflanze ist leicht irisierend. Oder ist sie irisierend? Ist doch einfach nur... Die ist einfach blau. Ist die blau? Wenn man immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln guckt, dann sieht die Pflanze immer andersfarbig aus. Deswegen war ich gerade so, hä, ist die wirklich irisierend? Also leicht farbverändernd. Und die kriegt dunkleres Laub. Und die und eine andere Pflanze noch sollten nicht länger als eine Stunde bei Raumtemperatur hier stehen. Deswegen war es mir persönlich auch so wichtig, dass dieses Terrarium fast gleichzeitig mit dem Paket ankam. Cool. Das hier ist diese wunderschöne Pflanze. Die kriegt noch ein bisschen dunkleres Laub und hat diese extrem starke, ich mach mal hier die Stäbchen raus, Färbung der Blätter. Bei der habe ich einfach nur daran gedacht, wie schön die einfach in einem Terrarium aussehen würde. Und dann dachte ich mir, dass ich keinen Platz habe, der ansprechend genug für diese Pflanze wäre. Und dann musste ich mich daran erinnern, dass ich mal dieses wunderschöne Terrarium in einer Unterkunft in Österreich gesehen habe. Und dann dachte ich mir so, hey, habe eine Reverse-Bildersuche bei Google gemacht, wie dieses Terrarium heißt, und das dann geholt. Oh, schön. Die kostet übrigens aktuell 39,99 im Shop. Die Pflanze heißt Selaginella megalura, Zuchtform Borneo Bronze. Oh, ist die cool. Und die packe ich jetzt mal mit dir zusammen in das Terrarium. Das Terrarium habe ich übrigens noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe das erstmal nur so notdürftig wie möglich eingerichtet, weil ja das Terrarium fast gleichzeitig mit dieser Bestellung hier ankam. So. Hopp. Mal gucken, ob das Terrarium groß genug ist. Ja, vielleicht muss ich die Pflanze noch ein bisschen tiefer setzen. Riecht auf jeden Fall schon lecker hier drin. So, ist das jetzt groß genug? Perfekt. Oh, als wäre dieses Terrarium für diese Pflanze gemacht worden. Ich habe es zwar extra dafür gekauft, aber es passt wirklich perfekt. Und dann kommt das nochmal kurz zur Seite. Wie schön die hier drin einfach aussieht. Oh, ist die hübsch. Das kommt auch mal kurz zur Seite. Am Anfang des Videos habe ich dir ja von der Testbestellung erzählt, denn ich habe so oft von Jungle Leaves in den Kommentaren gelesen. Und als sie dann irgendwann mal beim Shop ein Platycerium Superboom hatten,
konnte ich nicht widerstehen und musste den einfach holen. So ein Platycerium Superbum kann nämlich zu einem echten Prachtexemplar heranwachsen. Der wird riesig groß und sieht einfach super schön aus. Und damit du dir das mal viel besser vorstellen kannst, zeige ich dir hier mal gerade ein Bild, wie wunderschön der ist. Ich habe mich auf jeden Fall, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, direkt verliebt. Und der wird nicht so richtig oft angeboten. Ich musste den einfach sofort bestellen und konnte nicht warten. Der Geweihfarn kam dann übrigens so bei mir an und inzwischen sieht er so aus. Den habe ich nämlich in meinen Green Jungle Mix gesetzt und gefühlt hat er schon an Größe zugenommen. Ist schon ein bisschen her, dass der ankam, aber ich bilde mir jetzt einfach ein, dass der schon gewachsen ist und der wird noch deutlich, deutlich größer, als er es jetzt ist. Aber das ist eine Herausforderung für mein zukünftiges Ich. Hast du eigentlich schon mal bei Jungle Leaves bestellt und wie sind deine Erfahrungen mit dem Shop? Schreib die unbedingt mal in die Kommentare und während du jetzt tippst, mache ich noch die letzten drei Pflanzen auf. Oh, ich hoffe. Ich bin wirklich richtig gespannt. Es macht so Spaß, dieses Paket auszupacken. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß zuzugucken. Weil die Pflanzen, oh, hier kommt Erde raus, wirklich schön aussehen. Es ist also eine Pflanze in Erde. Ah, ist die hier in Erde? Okay, die Erde ist hier unten nicht befestigt. Ist die hier in Erde? Ja. Oder, nein, die ist nicht in Erde. Finde ich gleich nochmal mit dir raus. Aber bis jetzt sind die Substrate unten im Topf nicht befestigt. Was ist das? Okay, ich mache es einfach mal richtig auf. Was ist das denn? Ah, das ist hier so durchgestochen, deswegen kann ich es nicht abziehen. Oh, das ist ein Cissus discolor. Die hier gibt es aktuell für 29,99 im Shop und die habe ich erst vor anderthalb Wochen, zwei Wochen in ihrem natürlichen Lebensraum das allererste Mal gesehen. Falls du dich fragst, die sah da so aus. Der natürliche Lebensraum war an einem Hang neben einem Weg auf dem Waldboden. Habe sie jetzt auch nur wegen dieser wunderschönen Blätter direkt erkannt. Aber ich musste mich ein bisschen beeilen, weil es fast dunkel wurde. Ich wollte unbedingt noch zum Fluss runter, habe mich aber gefreut, dass ich die Pflanze das erste Mal gesehen habe. Dann so ein bisschen den Wald fotografiert, damit ich mich später erinnern kann, wie der Waldboden aussah. Und ich einmal dokumentiert habe, wie der natürliche Lebensraum dieser wunderschönen Pflanze ist. Krass, krass, krass. Naja, die ist nicht so gut verpackt. Wie viel Erde hier noch drin ist, das finde ich gleich mit dir heraus. Ein paar Blätter. Ja, ein bisschen eingeknickt. Und die wächst ja zum Glück sehr schnell. Würde ich die abschneiden, würde die wieder richtig fit aussehen. Hübsch. Ich hoffe, die sieht... Ich zeige die nochmal viel genauer. Also das ist ja einfach so eine schöne Pflanze. Ich wollte jetzt einfach hier hinstellen und dachte mir so, hey, du hast die noch gar nicht so richtig gesehen. Die Rückseite ist auf jeden Fall wunderschön rot und die Blattvorderseite hat so eine, was ist das für eine Farbe? Das ist silbrig mit rosa, mit dunkelgrün, mit lila und einem Hauch von rot. Einfach super aufregend. Und die wächst genauso auch in der Natur. Bei so einen Pflanzen denke ich mir ja immer, dass die auf jeden Fall gezüchtet wurde. Aber nee, die ist einfach von Natur aus so wunderschön. Die Natur schafft einfach so wunderschöne Sachen. Naja, und dann kommt der Mensch dazwischen. Schau ich mir mal die nächste Pflanze mit dir an. Hier ist so ein bisschen nass. Es wird also eine feuchtigkeitsliebende Pflanze sein, die hier drin ist. Ja, ein bisschen Erde kommt raus. Oh. Hübsch. Cool. Ich mache mal die Stäbchen raus, dann kann ich dir den noch viel besser zeigen. Das ist nämlich ein Syngonium Podophyllum Three Kings. Ich glaube, aufgrund der... Heißt die? Aufgrund der... Hat die drei Farben? Heißt die Three Kings aufgrund der dreifarbigen Blätter? Weil die so ein dunkelgrün, hellgrün und so ein sehr helles Grün hat? Vielleicht weiß das ja jemand. Hat auf jeden Fall wunderschöne Blätter. Und ich glaube, die macht sich... Einfach dieses Blatt hier. Ist das nicht richtig, richtig schön?
Ich glaube nämlich, dass die so ein perfekter Übergang vom Syngonium Podophyllum variegata und auch Syngonium Podophyllum aurea ist. Wachsen ja alle ähnlich und der Wuchs gefällt mir schon echt gut. Und naja, diese Pflanze ist der Beweis, dass ich wohl doch noch nicht genügend Syngonien hatte. Ich hatte mir notiert, dass die 18,99 kostet. Hier steht 19,99 drauf. Irgendwas in dem Dreh wird also stimmen. Richtig cool zu sehen immer, dass hier drauf steht, wo der natürliche Lebensraum der Pflanze ist. Ich finde sowas immer richtig, richtig spannend. So, nur noch eine Pflanze. Ich glaube, die wird echt schön. Die Namensschilder werde ich, glaube ich, auch alle einfach behalten. Das spart mir so viel Zeit. Muss ich nicht selber schreiben. Außer vielleicht bei den Tillandsien. Da müsste ich mir noch Namensschilder machen. Ja. Oh. Das ist der zweite Grund, warum ich ein Terrarium geholt habe. Das hier ist nämlich eine Begonia Bokillii Silver Edge. Silver Edge? Guck nochmal kurz nach. Ja, Silver Edge. Macht Spaß, die Pflanzen so aus den Verpackungen rauszuholen. Die gibt es für 24,99. Und schau dir bitte mal die Schönheit dieser wunderschönen Blätter an. Ist das nicht einfach eine richtig schöne Pflanze? Die Blattvorderseite ist so ein bisschen pastellgrün mit einem Hauch von braungrün gefärbt. Und die Rückseite ist dann leicht rötlich, was bei dem Licht jetzt hier so wunderschön durchschimmert. Die hat einfach so eine schöne... Oh, ist die glatt. Und dann hat die auch noch so einen schönen, leicht rötlichen, gesprenkelten Blattstiel. Boah, ist die hübsch. Mir wurde vorab gesagt, dass die eigentlich noch ein bisschen zu klein ist. Normalerweise würde die in dieser Größe jetzt noch nicht verschickt werden. Aber ich habe einfach gesagt, hey, die kann ja auch bei mir wachsen. Und die wird auch wahrscheinlich richtig gut in dem Terrarium aussehen und da bestimmt ein richtig gutes Zuhause bekommen. Außerdem wollte ich die schon immer mal haben. Die ist wirklich wunderschön. Einer der schönsten Begonien, die ich je gesehen habe. Ich habe aber gerade noch eine zweite gesehen, so vor einer halben Stunde. Da war ich kurz mal in einer Story von einer Person und habe mich direkt in noch eine Begonie verliebt. Und die würde wahrscheinlich auch noch gut zu dieser Begonie passen. Für diese Pflanze hole ich auch mal direkt das Terrarium her und dann kann ich mal gucken, wie die in dem Terrarium aussieht. So, hier ist diese wunderschöne Pflanze drin, die es nicht gerne trocken mag. Und das dann zusammen mit der Begonie. Cool. Jetzt brauche ich hier, glaube ich, noch einen Stein aber drin. Ja, aber ein Stein fehlt auf jeden Fall noch. Und ich muss das hier noch richtig mit Erde befüllen. Und es fehlen noch Springschwänze und Asseln. Ich hatte vielleicht auch an bunte Asseln gedacht. So. Und das Moos muss auch noch rein. Es muss jetzt noch nicht unbedingt rein. Es reicht doch erstmal, wenn es daneben ist. Aber ich überlege auch noch, welches Moos ich reinsetze, denn das Phagnummoos wächst ja auch ordentlich mit. Und eigentlich habe ich nicht vor, das so oft zu öffnen. Also es soll pflegearm werden, was mir sehr passen würde zeitlich. Überlege ich mal noch, welches Moos da reinkommt, aber erstmal müsste ich es ja überhaupt noch bepflanzen. Das stelle ich jetzt mal hier so schön dekorativ neben mich, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Und weiter geht's. Alle Pflanzen, die du hier gerade siehst, gibt es übrigens aktuell im Shop für 225,91 €. Die kleinen Überraschungspflanzen, die es noch mit dazu gab, die zähle ich jetzt nicht mit dazu. Da wurde mir vorab gesagt, dass wenn Pflanzen verfügbar sind, bei größeren Bestellungen manchmal noch zusätzlich Pflanzen dazugelegt werden, aber nicht immer. Die Überraschungspflanzen zähle ich daher nicht in den Gesamtwert mit rein. Dafür würdest du ja auch nichts bezahlen. Und damit du bei deinem nächsten Einkauf bei Jungle Leaves sparen kannst, habe ich sogar noch einen Rabattcode für dich. Den Rabattcode und auch wie lange der Rabattcode gültig ist, findest du in der Videobeschreibung und angepinnt als Kommentar. Und damit nicht nur ich mich jetzt über neue Pflanzen freue, kannst du jetzt mit einem Kommentar auch Pflanzen gewinnen, nämlich diese wunderschöne 30 cm Tillandsia, dann auch noch die kleinen Stecklinge hier von dieser tannenähnlichen Tillandsie. Und wenn in diesem Syngonium hier mehr als eine Pflanze drin ist, dann packe ich dir den Steckling dieser Pflanze auch mit dazu und dann haben wir beide diese Pflanze. Schreib dafür einfach in deinen Kommentar irgendwo in diesem Kommentar ein Wort aus dem Duden oder ein Pokémon, das mit Q, wie zum Beispiel Quarkbällchen, beginnt. Und falls du dich total uninspiriert fühlst, nimm einfach Qualle, Quark,
Quarkhäulchen, Quarkkäse, Quiekel, Quappo oder was dir sonst so einfällt. Und während du noch an Wörter oder Pokémon mit Q denkst, kann ich dir schon mal die Frage beantworten, ob ich nochmal bei Jungle Leaves bestellen würde. Und um dir diese Frage zu beantworten, habe ich mir ein paar Kriterien überlegt. Wie ist die Auswahl beim Shop? Bei Zimmerpflanzen gibt es eine wirklich inspirierende Auswahl an Pflanzen. Am liebsten hätte ich noch mehr Pflanzen ausgepackt, denn es war einfach so schön zu sehen, was für eine Auswahl bei einem Shop, der Pflanzen verkauft, möglich ist. Es gibt aber auch Pflanzen, die eher in einer Vitrine, in einem Pflanzenzelt oder in einem Terrarium glücklich werden, weil sie halt eine höhere Luftfeuchtigkeit benötigen, wie zum Beispiel diese wunderschönen Pflanzen da. Aber, falls du schon immer mein Terrarium haben wolltest, ist das vielleicht dein Grund, dir jetzt ein Terrarium zu holen. Und dann natürlich noch die passenden Pflanzen für das Terrarium, damit das Terrarium noch ein bisschen grüner aussieht. Standardpflanzen, die es in jedem anderen Shop gibt, sind schon fast schwer bei Jungle Leaves zu finden oder sie sind gerade ausverkauft. Neben echten Pflanzenraritäten gibt es beim Shop aber auch noch Zubehör, wobei das Zubehör, finde ich persönlich, eher funktionsorientiert aussieht. Die Grow Lights wurden von Nils von Jungle Leaves selbst entwickelt. Es gibt aber auch eigene Substrate, Dünger, Töpfe oder auch Rangstäbe. Wie finde ich denn den Bestellvorgang? Und bevor ich dir das beantworte, mache ich mal hier diese Stäbchen raus. Habe ich noch irgendwo Stäbe? Nee, und die lege ich mal zur Seite, denn die brauche ich im nächsten Jahr auf dem Balkon. Die Webseite von Jungle Leaves finde ich jetzt persönlich noch nicht so richtig ideal, denn wenn ich auf einer Seite bin und mir Pflanzen kaufen möchte, dann will ich schnell bei dem Shop Vertrauen aufbauen, dann Pflanzen sehen, die ich auch tatsächlich kaufen kann und erst dann, wenn ich es möchte, mehr über den Shop erfahren. Im Idealfall werde ich schnellstmöglich zu den Pflanzen gelenkt, sodass ich so schnell wie möglich viele Pflanzen sehe, die ich alle kaufen kann. Auf der Startseite sehe ich aber nur 6 Produkte, die ich kaufen kann, 2 neue Produkte, 2 meistgekaufte Produkte und auch 2 zufällige Produkte. Und wann immer ich die Seite aktualisiere, sind natürlich die 2 zufälligen Produkte neu. Ich finde immer die Kategorien neu und auch meistgekauft super spannend. Es gibt im Shop die Kategorie neu, da kann ich raufklicken. Allerdings, wenn ich auf der Startseite mich befinde, kann ich wirklich nur auf diese 6 Produkte klicken. Also das Bild, dann komme ich zu dem Produkt, aber nicht auf die Kategorie neu, meistgekauft oder auch zufällig. Auch ist das Ganze so eingestellt, dass mir auch Produkte vorgeschlagen werden, die es halt nicht mehr gibt, weshalb es bei mir mal ab und zu Situationen gab, wo halt 3 der 6 Produkte nicht mehr zu kaufen waren. Und das ist gerade auf der Startseite schade, denn hier sollten eigentlich nur Produkte dargestellt werden, die es auch wirklich gerade zu kaufen gibt. Direkt unter den Pflanzen sehe ich dann alle Blogbeiträge und zwar doppelt nebeneinander. Also einfach nebeneinander einmal alle Blogbeiträge und am Handy ist es so, dass ich einmal alle Blogbeiträge sehe und dann nochmal alle Blogbeiträge. Hier könnte das ein bisschen verschlankt werden. Ich habe zudem nicht die Möglichkeit, alle Pflanzen auf einmal zu sehen. Ich weiß, es gibt viele Produkte und da ist dann vielleicht sowas für manche Leute unpraktisch, aber ich liebe es, wenn ich schnell und effizient alle Pflanzen auf einmal bei einem Shop sehen kann, denn so kann ich auf jeden Fall mir richtig schnell eine große Übersicht verschaffen und muss nicht auf jede einzelne Kategorie und auch Unterkategorie klicken, um herauszufinden, was es jetzt eigentlich bei dem Shop gibt. Bei den Kategorien sehe ich dann, wenn es eine Unterkategorie gibt, auch noch, wie viele Produkte es innerhalb der Unterkategorie gibt. Zum Beispiel bei den Aronstabgewächsen sehe ich dann, wie viele Alokasien es gibt, aber diese Zahl bezieht sich auf alle verfügbaren und nicht verfügbaren Alokasien. Es gibt also tatsächlich viel weniger Alokasien auf der Seite zu kaufen, als bei dieser Zahl steht. Genial wäre es, wenn diese Zahl wirklich nur zeigt, wie viele Pflanzen es gerade gibt und die dann auch wirklich an erster Stelle abgebildet werden, nicht gemischt mit den nicht verfügbaren, sondern einfach nur erst alle verfügbaren, dann vielleicht, wenn es unbedingt sein muss, die nicht verfügbaren. Und dann kann ich ja bei den nicht verfügbaren, wenn da eine Pflanze ist, die ich besonders toll finde, meine E-Mail-Adresse hinterlassen. Bei der Übersicht der Unterkategorien kann ich dann auch noch Filter benutzen. Die funktionieren aber nicht. Da steht einfach nur Filter. Wenn ich raufklicke, passiert nichts. Wenn ich aber auf die Unterkategorie klicke, kann ich dann den Filter auf Lager aktivieren, sodass ich dann auch wirklich nur alle Pflanzen sehe, die tatsächlich verfügbar sind. Cool wäre es, wenn dieser Filter einfach voreingestellt ist, sodass ich wirklich nur die verfügbaren Pflanzen sehe und dann, wenn ich alle Pflanzen sehen möchte, entferne ich halt den Filter. Gern würde ich auch zum Beispiel bei den Aronstabgewächsen nicht auf jede Unterkategorie klicken müssen. Es ergibt schon Sinn für die Sortierung, aber es wäre cool, wenn es auch noch die Unterkategorie einfach alle gäbe, sodass ich dann sehe, das sind alle Aronstabgewächse, die es gibt. Denn es gibt wirklich sehr viele Kategorien und sehr viele Unterkategorien und ich habe überall raufgeklickt,
Es wäre aber cool, wenn ich die Möglichkeit hätte, das deutlich schneller zu machen. Zwischendurch habe ich mir gewünscht, dass die Seite ein bisschen einfacher gestaltet ist, denn gerade bei einem großen Angebot ergibt es Sinn, das vielfältig zu sortieren. Aber wenn ich noch nicht weiß, wonach ich suche, weil ich nach allem suche, weil ich alles so schön finde, helfen mir größere Übersichten, das ganze Angebot wahrzunehmen. Die Kategorie Pflanzenarchiv habe ich dann persönlich nicht verstanden. Ich glaube, das sind alle nicht verfügbaren Pflanzen, so würde ich es mir zumindest erklären. Da sind aber nicht alle nicht verfügbaren Pflanzen drin und somit wäre eine kleine Erklärung cool, was das Pflanzenarchiv ist, oder ich würde es einfach abschaffen. Das ist alles aber natürlich nur meine persönliche Meinung, da ich mir viele Seiten von Pflanzenshops angucke und halt schnell und effektiv entscheiden möchte, ob das Angebot im Shop für mich passt. Zu jeder Pflanze werden mir dann auch noch passende Produkte vorgeschlagen, also zum Beispiel passende Pflanzen oder auch passendes Zubehör, was zu deutlich mehr Pflanzen im Warenkorb geführt hat als geplant. Allerdings werden mir bei den passenden Produkten halt auch ausverkaufte Produkte angezeigt, so ein bisschen nach dem Motto, das würde jetzt voll gut zu der Pflanze, die du ausgesucht hast, passen. Kaufen kannst du es aber nicht. Durch die Pflanzenauswahl habe ich mich so inspiriert gefühlt, dass ich mir dieses Terrarium geholt habe. Und dann bin ich für einige Stunden in die Welt der Terrarienpflege abgetaucht. Wenn du Terrarien auch super spannend findest und mich auf meiner Reise der Terrarienpflege begleiten möchtest, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Als Bezahlmethode gibt es dann Überweisung oder PayPal. Das ist jetzt nicht die größte Auswahl, aber ich persönlich suche immer nach PayPal. Deswegen wurde ich fündig. Aber ich habe vor kurzer Zeit eine Person kennengelernt, die tatsächlich kein PayPal hat. Hier würde dann zum Beispiel nur Überweisung funktionieren. Und wie läuft das mit dem Versand? Verschickt wird mit DHL für 7,90 Euro. Wenn die Temperaturen ein bisschen höher oder sehr niedrig sind, dann wird der Versand ein bisschen teurer. Dann kostet er 13,90 Euro und dann wird entweder eine Verpackung gewählt, damit deine Pflanze sicher bei dir ankommt, oder Expressversand, damit die Pflanze schneller gut bei dir ankommt. Ab 120 Euro ist der Versand versandkostenfrei. Bei meiner Testbestellung wurde mit DHL verschickt. Bestellt habe ich an einem Donnerstag. Am Montag darauf wurde dann die Pflanze verschickt. Am Dienstag kam sie an. Diese Bestellung hier habe ich am Montag getätigt. Am Dienstag wurde sie abgeschickt. Eigentlich sollte sie dann am Mittwoch ankommen. Aber UPS hat dann gesagt, es war Expressversand, dass es sich um einen Tag verzögert und somit kamen die Pflanzen am Donnerstag an. Für die Verzögerung beim Expressversand kann jetzt aber Jungle Leaves nichts. Wie finde ich denn die Verpackung? Bei der Verpackung wurde größtenteils auf Plastik verzichtet und es wurde an den Stellen Plastik eingesetzt, wo ich es auch gemacht hätte. Alle Airplants hätte ich auch in eine Kunststoffverpackung gesetzt und feuchtes Sphagnummoos muss halt einfach in so einem Container verschickt werden. Das geht gar nicht anders. Die Erde wurde allerdings unten nicht befestigt und bei zwei der Pflanzen, also bei diesem wunderschönen Pflänzchen hier und beim Syngonium, wurde die Erde nicht so richtig befestigt. Hier könnte man vielleicht noch mit einer Kokosfaser oder mit einer Wolle, oder da gibt es so eine Wollfaser, könnte man noch dafür sorgen, dass die Erde hier besser im Topf bleibt und hier unten halt auch nicht rausfällt. Was ich aber wirklich genial finde, sind die Stäbe der Pflanzen, denn die waren wirklich genauso lang wie der Karton. Das hat mich wirklich richtig glücklich gemacht, das zu sehen. Und auch selbst bei dieser winzig kleinen Pflanze hier hat es einfach perfekt gepasst. Diese Stäbe erfüllen also auf jeden Fall endlich mal den Zweck, den sie haben sollten. Die Pflanzen schiebe ich jetzt nochmal so ein bisschen hier zur Seite, damit ich Platz für eine Umtopfmatte habe. Denn jetzt gucke ich mir mit dir den Zustand der Pflanzen nochmal ganz genau an. Was ich dir nicht empfehlen würde, wenn Pflanzen neu bei dir ankamen. Aber so kann ich dir ein viel besseres Bild vom Shop geben. Die ganzen Tillandsien, die muss ich mir nicht noch genauer von der Bewurzelung angucken. Die sind einfach wirklich in einem super Zustand. Die haben ja keine Wurzeln. Deswegen starte ich mal mit dieser wunderschönen, weichen und glatten Pflanze. Was ich bei dem Shop richtig cool fand, waren die Beschreibungen. Darauf bin ich bisher noch gar nicht so richtig eingegangen. Denn jede Pflanze hatte nicht nur Pflegehinweise, sondern auch noch wie so ein Mini-Pflanzenporträt, wo in unterschiedlicher Länge, je nachdem wie viel halt über die Pflanze bekannt ist, was über die Pflanze erzählt wurde, was ich wirklich toll finde. Ich glaube, ich habe noch bei bisher gar keinem Shop so eine ausführliche und interessante Produktbeschreibung einer Pflanze gesehen. Das hat mich so glücklich gemacht, das zu sehen. Und so sind dann halt auch manche Pflanzen noch mit dazugekommen, weil ich es einfach spannend fand, was über die Pflanzen geschrieben wurde. Und ich finde es schön, das zu sehen, weil da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Das waren auch nicht nur irgendwelche Texte, die man irgendwo findet. Da hat sich einer der drei Leute, die dort arbeiten, oder den Jungle Leaves gehört, wirklich viel Zeit genommen, um diese Texte zu schreiben, was ich wirklich toll finde. Krass, guck mal, wie schön die Wurzeln hier bei dieser Pflanze aussehen. Ich kann gerade noch nicht richtig einschätzen, in welchem Substrat die Pflanze wächst. Oben wächst auf jeden Fall Moos. Und das hier, ah, das ist eine
Kokosfaser, die einfach oben schon ein bisschen Moos hat. Die Pflanze ist auf jeden Fall sehr, sehr schön bewurzelt, hat viele oder nur gesunde Wurzeln. Richtig toller Zustand. Freue mich schon, wenn die rechts neben die Kamera einzieht. Dann wirst du die wahrscheinlich nicht so oft sehen, aber ich sehe die da echt oft, weil da mein Tisch ist, an dem ich arbeite. Gucke ich mir mal als nächstes die hier an. Also das Monolena Primuliflora Midnight Glory. Die kann auch deutlich größer werden und zu einer ausladenden Pflanze heranwachsen. Wie sieht die denn aus? Hier oben ist auch schönes grünes Moos. Habe ich jetzt hier den Zettel aus Versehen rausgemacht? Ich lasse den mal direkt hier drin. Ich habe mir jetzt zu diesem Unboxing hier nicht nur dieses Terrarium bestellt, sondern direkt auch neue Töpfe, damit ich umtopfen kann. Worin wächst die denn? Ah, die wächst in Sphagnummoos. Cool. Die hat ja auch viele schöne Wurzeln. Das kannst du jetzt wahrscheinlich mit dem Moos weniger gut erkennen. Aber hier ringsherum sind überall ganz viele neue, gesunde Wurzeln. Schön. Bei dieser Pflanze bin ich echt super gespannt, wie die sich weiterentwickelt. Schöne Farbe. Echt schön. Und auch mit Schild kommt die jetzt wieder hier rein. Hübsches Pflänzchen. Oh, jetzt diese Ameisenpflanze. Die ist echt so niedlich. Ich hoffe, die wird auch mal so groß, wie ich die auf Fotos gesehen habe. Ich überlege ja jetzt wirklich, ob ich die noch mit in dieses Terrarium reinsetze oder ob die vielleicht ein eigenes Terrarium braucht. Aber da werde ich mir wahrscheinlich irgendwann vom Schlafen gehen ein Terrarium raussuchen und das dann noch mitbestellen. Mal gucken. Cool. Okay, also hier, also ich finde die Pflanze gerade cool, hier ist jetzt nicht so viel bewurzelt im Topf. Hier sind ausschließlich Kokoschips drin. Ich setze mal dann die Pflanze gleich wieder vorsichtig rein, damit ich nicht so viele Wurzeln beschädige. Hier kannst du jetzt diese Verdickung der Pflanze wahrnehmen. Darin wohnen dann die Ameisen. Oh, ist die süß. Ich halte jetzt mal vorsichtig so, damit du die besser sehen kannst. So sieht dieses Pflänzchen aus. Das hier sind dann wahrscheinlich die Haltewurzeln, mit denen sich die Pflanze am Baum festhält oder an anderen Strukturen. Und dann setze ich die jetzt mal wieder genau hier rein. Die Wurzeln, die da sind, sind gesund. Aber es sind noch nicht viele. Aber es ist eine echt schöne Pflanze. Eine der aufregendsten Pflanzen wahrscheinlich, die ich aktuell besitze. Eine wirklich sehr süße Pflanze. Und auch bei dieser Pflanze gibt es wieder eine richtig schöne Beschreibung und auch eine schöne Pflegeanleitung. Und es liest sich so, als würde jemand mit einem riesigen Herz für Pflanzen einen Text über Pflanzen schreiben. Und das macht mich persönlich einfach glücklich, sowas zu lesen. Als nächstes gucke ich mir mal das wunderschöne Cissus discolor an und finde mal mit dir heraus, wie viel Erde hier noch drin ist. Überlege die ganze Zeit, wo ich die dran wachsen lasse. Und ich glaube persönlich, wenn ich die, hier unten habe ich noch eine Regalebene, die siehst du nicht so richtig, aber wenn ich die Pflanze hier hinstelle und dann so hier lang am Regal habe, gefühlt habe ich ja hier noch so ein bisschen Platz auf der Seite. Das würde ein schöner Farbtupfer sein, der dem Regal sehr gut tut. Ah, ich verstehe jetzt auch, warum hier die Erde rausgefallen ist. Es ist noch sehr viel Erde im Topf, allerdings hat dieser Rangstab hier ein Eigengewicht und dadurch, dass der so ein bisschen hin und her wackelt, sorgt der dafür, dass die Erde hier sich so ein bisschen ausbuddelt. Unten fehlt aber keine Erde, nur halt hier. Aber das kann ich wahrscheinlich beheben, indem ich einfach wieder ein bisschen randrücke. Achso, ich muss mir die Wurzeln angucken. Hole ich die mal aus dem Topf raus. Die Pflanze ist noch nicht vollständig bewurzelt, aber es gibt... Ja, ist noch ein bisschen bröselig. Aber auch hier sind wieder die Wurzeln, die da sind, gesund. Das ist schon mal schön. Hier sind auch drei Pflanzen im Topf tatsächlich.
Aber du siehst, die Erde fällt hier immer weiter ab. Die kann also noch eine Weile im Topf bleiben. Die Erde ist auf jeden Fall schön durchlässig gewählt. Ups, kommt mal erstmal wieder rein, damit ich jetzt hier keine Wurzeln beschädige. Die könnte natürlich wahrscheinlich noch durchlässiger sein. Allerdings braucht die Pflanze auch viel Feuchtigkeit. Und je nach Wohnung trocknet dann so eine Pflanze auch schnell aus, wenn das Substrat zu durchlässig ist. So. Die toppe ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen einfach mal um. Wenn die nicht so viele Wurzeln in der Erde hat, dann lässt sich die Erde bestimmt leicht abwaschen. Und wie sieht es bei der hier aus? So. Welche Pflanze findest du eigentlich aus diesem Video bisher am schönsten? Ich überlege noch die ganze Zeit, welche das bei mir ist. Und es fällt mir echt schwer, meinen aktuellen Favoriten zu finden. Groß im Rennen ist diese wunderschöne Ameisenpflanze oder die beiden Pflanzen, für die ich das Terrarium geholt habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch einfach einen Grund gesucht, endlich dieses Terrarium zu holen. Und gefühlt war jetzt dieses Unboxing der genau richtige Grund für dieses Terrarium. Ich habe das nämlich gesehen und ich fand das so süß bepflanzt, dass ich mir dachte, okay, das brauche ich auch. Ich habe nur noch keinen Ort, wo es hinkommt. Aber ich habe jetzt schon mal das Terrarium. Finde ich schon noch den Ort. So, wie sieht es denn hier mit der Erde aus? Oh. Hier auf der Seite sind auf jeden Fall viele schöne Wurzeln. Auf der Rückseite, da könnten noch mehr Wurzeln sein. Die Pflanze könnte also noch länger im Topf bleiben. Und es sind auf jeden Fall mehrere Pflanzen im Topf. Das heißt, die wird also auf jeden Fall mitverdost. Die Erde, finde ich, ist ein ganz klein bisschen zu feucht bei diesem Syngonium. Aber ich lasse sie jetzt erstmal gut durchtrocknen. Und dann teile ich die Pflanze. Die Blätter sind echt gefühlt noch schöner als auf den Fotos. Die haben so einen schönen Farbkontrast. Ich zeige dir die einfach nochmal genauer. Das ist echt ein hübsches Syngonium. Finde ich fast noch schöner als Syngonium Podophyllum aurea. Vielleicht gefällt mir einfach auch dieses Grün so richtig gut. Mal kurz meine Hände sauber machen, damit ich diesen Glasdeckel nicht so dreckig mache. Und dann gucke ich mir diese beiden schönen Pflänzchen noch an. Wo lege ich diesen Glasdeckel hin, dass der jetzt nicht kaputt geht? Und dann starte ich mal mit dieser Begonie hier. Hier wurde mir ja vorab gesagt, dass die noch zu klein ist und eigentlich noch nicht verschickt werden würde. Die ist eigentlich ein bisschen größer, wenn der Shop die verschickt. Ah, wirklich. Wie schön können Pflanzen einfach sein. So. Die wächst wahrscheinlich in Sphagnummoos. Ich sehe auf jeden Fall hier oben Sphagnummoos. Das würde ja passen. Papier mache ich mal ab. Und hier bin ich jetzt mal ganz vorsichtig. Hier kann ich nichts bemängeln, egal wie lang die Wurzeln sind. Denn ich hätte sie eigentlich nicht bekommen sollen. Oh cool, ich kann aber hier, ich versuche das mal so zu halten, dass du das besser siehst. Auf der Seite, die ich dir gerade hinhalte, kann man, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, einige Wurzeln schon erkennen, also hier und hier. Aber die kommt auf jeden Fall schnell wieder zurück. Jetzt beeile ich mich, damit mir diese eine hier nicht vertrocknet. Ups. Ist das die richtige? Ja. Und dann auch noch die. Super fantastisch. Die hat so eine aufregende Farbe. Oh nein, hier ist mir so ein Ast abgebrochen. Vielleicht wächst der nach, wenn ich den so ein bisschen bedecke. Ist auf jeden Fall eine sehr zarte Pflanze. Vielleicht wächst der auch nach, der Trieb. Krass. Das ist so eine schöne Farbe. Die Rückseite ist ganz hellgrün
Und die Vorderseite wirkt dann durch diesen Farbumschlag viel, viel dunkler. Richtig aufregend. Und die wächst, in was wächst die denn? Ich hoffe, die schafft es bei mir. Die sieht so schön aus. Oh. Okay, jetzt bin ich hier ganz vorsichtig, damit auch nicht zu viel Erde an die Pflanze rankommt. Cool. Und hier ist es wirklich schwer, Wurzeln zu erkennen. Auf jeden Fall gehen hier schon mal Wurzeln von der Pflanze ab. Hier ist auf jeden Fall eine Wurzel. Und hier auch. Durch die Kokosfaser könnte ich mir vorstellen, dass der ganze Topf bewurzelt ist. Aber ich beeile mich jetzt auch und mache die schnell wieder zurück und mache den Deckel zu, damit die mir nicht eingeht. Die hat auf jeden Fall viele Wurzeln und der wird es auch gut gehen. Ich muss noch ein ganz klein bisschen drehen, damit der Deckel wieder raufkommt. Hübsch. So schöne Pflanzen. Schädlinge habe ich übrigens bei keiner der Pflanzen wahrnehmen können. Ich kann jetzt nur sehen, dass zum Beispiel bei dieser Pflanze hier kleinere Dellen im Blatt oder kleinere Stellen beim Blatt fehlen, würde mich das jetzt extrem stören. Also würde ich sagen, dass ich die Pflanze verschenken möchte, dann könnte ich das einfach abschneiden und die Pflanze sähe wieder perfekt aus. Beim Cissus discolor gibt es zwei Blätter, die halt nicht ideal aussehen. Das ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Das ist gar kein Thema. Ich habe mal so eine Pflanze, die so empfindliche Blätter hat, zu verschicken, ist schon mal mutig, deswegen Hut ab, die kam richtig gut an und alle anderen Pflanzen sind in einem wirklich großartigen Zustand und kamen sehr gesund bei mir an. Wie sind denn die Preise? Die Preise sind echt top. Es gibt auch immer noch Angebote, was die Pflanzen dann noch günstiger macht. Hier lohnt sich also ein Preisvergleich nicht. Gefühlt überall, wo ich geguckt habe, war häufig Jungle Leaves entweder im gleichen Preissegment wie andere Shops oder auch noch darunter. Aber es werden halt auch Pflanzen angeboten, die gibt es einfach nirgendwo anders. Und einen Preis für eine Pflanze festzulegen, die es halt nirgendwo anders gibt, finde ich immer sehr schwer. Und da finde ich, schafft Jungle Leaves einen super Spagat zwischen, hey, die Pflanze gibt es einfach nirgendwo anders und die Pflanze ist trotzdem noch erschwinglich und wird nicht zu teuer angeboten. Ich habe auch gerade nochmal durch die Angebote geguckt, die der Shop hat. Und ich habe original vor einer Stunde mit Annabelle über ein Bild gesprochen, das ich im Botanischen Garten München, glaube ich, gemacht habe oder in einem anderen Botanischen Garten. Und ich meinte zu Annabelle, dass ich mir das wunderschön vorstellen könnte, hätte ich ein Terrarium, welches ich noch nicht habe, außer das jetzt, aber da sollen andere Pflanzen rein, mit allen Pflanzen auf diesem Foto. Ich will einfach nur, dass die Pflanzen, genau wie sie auf dem Foto sind, in einem Terrarium bei mir wachsen. Und was sehe ich da jetzt gerade auf der Seite von Jungle Leaves? Genau diese eine Pflanze ganz oben vom Bild, die gibt es da gerade im Angebot. Und ich wünschte, ich hätte mir dieses Foto vorher angeguckt und die Pflanze dann da im Sale gesehen, denn dann wäre die hier auch noch auf dem Tisch. Und ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob die nicht vielleicht doch noch hier einzieht. Was sagen denn die Bewertungen? Bei Google gibt es aktuell 183 Bewertungen mit durchschnittlich 4,9 Sternen. Das ist echt richtig, richtig gut. Dann gibt es noch eine andere Plattform, also Trustpilot. Da gibt es aktuell nur 16 Bewertungen mit einer Gesamtbewertung von 3,9 Sternen. Wie ist denn die Kommunikation mit dem Anbieter? Die Webseite und auch alle E-Mails sind in deutscher Sprache. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt sehr gut informiert gefühlt und ich hatte dann auch noch in Vorbereitung zu diesem Video Gespräche mit Alex und auch mit Patrick, also mit zwei der drei Personen, die hinter Jungle Leaves stehen. Mit Nils hätte ich bestimmt auch noch gequatscht, aber der ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Was gibt's für Besonderheiten? Wie gerade schon erwähnt, stecken hinter Jungle Leaves Patrick, Alexander und auch Nils, die sich beim Studium besser kennengelernt haben. Wenn du mal wissen willst, wie die drei aussehen, dann kannst du jede Woche ein neues YouTube-Video angucken und dich mit den dreien vertraut machen und auch sehen, wie wirklich großartig es bei Jungle Leaves aussieht. Denn du kannst das sogar auch noch vor Ort besuchen und dir auch vor Ort deine Pflanzen holen. Die Bilder vom Shop oder auch die Eindrücke, die in den Videos vermittelt werden, sehen super aufregend aus. Schreib also unbedingt mal in die Kommentare, wenn du schon mal da warst, damit ich besser einschätzen kann, ob ich da vielleicht auch mal hinfahre. Vor Ort gibt es dann auch noch den Service, dass du bei der Einrichtung deines Terrariums beraten wirst. Dann kannst du also dir alle Pflanzen aussuchen, die du für dein Terrarium brauchst, kriegst auch noch Beratung hinsichtlich Zubehör und kannst dir sogar auch noch Springschwänze mitnehmen. Ein wirklich hilfreicher Service, wie ich finde, denn das Thema Terrarium kann sehr schnell sehr umfangreich werden und so hast du eine Anlaufstelle, kriegst da alles und wirst mit Infos gefüttert. Wenn du nicht nach Herten fahren magst, denn dort sitzt Jungle Leaves, triffst du Jungle Leaves auch auf Messen wie zum Beispiel der Mai Botanica in Hamm und auch in Hutten, Hauten, Uten.
je nachdem, wie das ausgesprochen wird. Würde ich also jetzt nochmal bei Jungle Leaves bestellen? Auf jeden Fall würde ich da nochmal bestellen, denn ich habe allein während dieses Drehs mindestens eine Pflanze gefunden, die ich auf jeden Fall bestellen muss. Wenn auch du nach Pflanzen suchst, die besonders aufregend sind und auch noch einen fairen Preis haben, dann nimm auf jeden Fall meinen Rabattcode, denn dann sparst du auch noch bei Jungle Leaves. Bei Jungle Leaves wirst du genau wissen, welche Pflanzen bei dir ankommen. Es ist ganz genau beschrieben, wie groß die Pflanze ist, ob es jetzt ein bunten Bündchen, wie auch immer. Du weißt einfach ganz genau, worauf du dich einlässt und was du kaufst. Das ist bei anderen Shops, wie zum Beispiel dem nächsten Shop, ganz anders. Der nächste Shop ist nämlich mit den Angaben nicht so genau und was du da überhaupt bekommst, ist immer wieder eine Überraschung. Bevor du aber ins nächste Video springst, lass unbedingt noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt mich wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, Kakao!